Willkommen bei Kochen mit Mutti. Heute gibt es ein einfaches, bodenständiges Gericht, das ich für meinen Mann und mich zubereite. Das ist also jetzt so etwa für zwei Personen gut geeignet. Und zwar gibt es Himmel und Erde. Himmel und Erde kommt ja von den Äpfeln. Einmal die, die oben am Baum wachsen, und dann die Erdäpfel, die Kartoffeln, die aus der Erde geholt haben, werden Himmel und Erde. Ich habe von beiden etwa 500 Gramm, also gleiche Menge Kartoffeln und Äpfel. Außerdem brauche ich noch eine schöne große Zwiebel. Ich habe hier eine Gemüsezwiebel. Ihr könnt auch andere Zwiebeln nehmen. Dann nehmt halt zwei, die sind meistens nicht so groß. Ich brauche ungefähr 100 Gramm fetten Speck. Bei uns gibt es dazu gebratene Rotwurst. Das ist eine schöne luftgetrocknete. In manchen Regionen nennt man die Aalewurst. Jo, Salz, etwas Essig, Zucker, das war's schon. Also ihr merkt, es wird ganz einfach. Ich schäle jetzt mal die Kartoffeln und schneide die in Würfel. Ebenso die Äpfel, die werden geviertelt und geschält. Die Zwiebel wird in Ringe geschnitten und der Speck in kleine Würfel. Dann sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder. Äpfel und Kartoffeln sind jetzt geschält und in Stücken geschnitten. Ich mache etwa 400 Milliliter Wasser in den Topf. Das muss jetzt zum Kochen gebracht werden. Da werden die dann drin gekocht. Außerdem habe ich den Speck schön fein gewürfelt. Da kommt jetzt auch Hitze drunter, damit der schön knusprig werden kann. Dann wird er aus der Pfanne genommen und die Zwiebeln werden da drin schön braun gemacht. Habe ich noch einen Trick, zeige ich euch nachher. Die Blutwurst habe ich in Scheiben geschnitten, die kommt dann auch in eine Pfanne und wird gebraten. Aber das wäre jetzt noch zu früh. Das mache ich erst, wenn nachher der Speck fertig ausgelassen ist. Dann reicht das allemal. Insgesamt geht das jetzt aber alles relativ schnell. Muss bloß erstmal das Wasser kochen. Dem geben wir mal noch einen kleinen Moment. Und dann kommen da Äpfel und Kartoffeln rein und werden mit etwas Salz und etwas Zucker schon mal gewürzt. Wasser kocht. Dann kommen jetzt Kartoffeln und Äpfel hinein. Ich würde sagen, so erstmal ein Viertel Teelöffel, knapp einen halben Salz. Gleiche Menge etwa Zucker. Ich zeige euch gleich, wie es hier im Topf aussieht. Auch der Speck fängt jetzt an, schon teilweise glasig und lässt Fett raus. Er braucht jetzt noch ein bisschen, bis es alles braun ist. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So sieht das im Topf aus. Gleich mache ich noch den Deckel drauf. Und ich denke mal, dann braucht das etwa 10-12 Minuten, bis alles weich ist. Und hier fängt mein Speck schon an zu brutzeln. Schön glasig. Jetzt warte ich, bis der braun ist. Dann nehme ich den aus der Pfanne. Jetzt ist mein Speck schön hellbraun. Und am besten geht's ins Sieb. Dann müsst ihr nicht so mühsam jedes einzeln rausfischen. Ich stelle das jetzt gerade mal nicht auf die heiße Seite. Inzwischen habe ich die Scheiben mit der Rotwurst hier in die kleine Pfanne gelegt. Da mache ich kein Fett dran. Die mache ich jetzt auch langsam bei mittlerer Hitze, so etwa auf 5 an, dass die braten kann. Bevor ich die Zwiebeln in die Pfanne gebe,
mache ich da etwas Mehl drüber, bestäube das. Dann werden die knuspriger. So, jetzt geht die Pfanne hier wieder zurück an ihren Platz. Das Fett von dem Speck geht rein. Und dann kommen die Zwiebelringe dazu. Ich hole die alle einzeln raus, weil ich nicht das ganze Mehl mit in der Pfanne haben will. Die sollen ja bloß leicht bestäubt sein. Und dann muss man das jetzt, ist ein bisschen Handarbeit. So. Da muss ich jetzt ein bisschen dabei bleiben, dass die schön knusprig werden, aber nicht verbrennen. Und das war es dann eigentlich schon. Wenn die Kartoffeln weich sind, machen wir daraus einen Stamm mit den Äpfeln zusammen. Rotwurst brutzelt inzwischen hier auch an. Ja, paar Minuten noch, dann geht es in die finale Phase. Ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit hier bei mir an der Pfanne stehen. Ich kann euch ja noch mal ein Bild machen, wie es hier aussieht. Und dann sehen wir uns, wenn es so richtig fertig wird. Ihr seht, es ist schnell gemacht. Die Zwiebeln nehmen langsam Farbe an. Und auch die Wurst kann ich jetzt gleich umdrehen, dass sie einmal Hitze bekommt, richtig. Die Äpfel sind schon weich und auch die Kartoffeln sind so weit, dass ich dann gleich das Stampf machen kann. Jetzt hängt es ein bisschen auch von den Zwiebeln und der Wurst ab. Bis gleich! Bevor ich das jetzt abschmecke, probiere ich schon einmal, um zu wissen, hängt ja immer ab, wie viel Säure die Äpfel mitbringen, wie salzig das schon ist, dass ich jetzt nichts verkehrt mache. Gut, also das braucht jetzt aber noch alles. Da machen wir nochmal so einen halben Teelöffel Salz dran. Zucker vielleicht weniger. Aber auf jeden Fall noch einen schönen Schuss Essig, damit das Ganze noch etwas Säure bekommt. Ganz normalen Haushaltsessig, ja, meistens hat der so 10% etwa. Und dann probiere ich nochmal. Ja, so ist es gut. Machen wir mal einen Teller fertig. Himmel und Erd. Ist eigentlich Apfelmus mit Kartoffelbrei in einem. Dazu gibt es jetzt etwas Rotwurst gebraten. Knusprige Zwiebeln. Ein paar Speckwürfelchen. Und fertig ist ein total leckeres Essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Mutti.